بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، Wir sind heute mit der 15. Folge und heute lernen wir inshallah مد عارض للسكون. Was ist jetzt مد عارض للسكون؟ مد عارض للسكون ist, wenn wir mit einer Verse zum Beispiel stoppen. Also wenn wir stoppen möchten, dann haben wir einen Buchstaben von den Elif oder Wau oder Ya als vorletzter Buchstabe. Falls ihr es noch nicht richtig verstanden habt, so werden wir inshallah zu den Beispielen kommen, dann werdet ihr es inshallah verstehen. Jetzt zu den Verlängerungseinheiten. Dazu gehört 2, 4 oder 6. Man hat eben die Wahl zwischen 2, 4 oder 6. Und wie schon immer gesagt, sollte man sich entscheiden und dann immer so bleiben. Und dass man eben die Verlängerungseinheiten, je nachdem wie schnell man ist in der Rezitation, nutzen soll oder wählen soll. Wir haben hier drei Beispiele und zwar Al-Alamin. Und das gehört zum Beispiel wie in Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Und man hat eben die Wahl zwischen 2, 4 oder 6. Das war ein Beispiel für 2, für 4. Alamin. Oder für 6. Alamin. Und zu Ar-Rahim. Ar-Rahim. Oder beim dritten Beispiel, Nesta'in. Inshallah habt ihr das verstanden und es war inshallah einfach. Und hier sind wir dann inshallah fertig. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.